herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wall Street Stories. Ich habe heute den lieben David an meiner Seite. Guten Tag, David. Hallöchen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute wollen wir uns über ein ganz, ganz spezielles Thema hier austauschen, und zwar die Wichtigkeit des Dokumentierens im Trading. Ja, wir werden ganz, ganz viele verschiedene Sichtweisen beleuchten. Wir werden darüber sprechen, was wichtig ist zu dokumentieren, warum es wichtig ist und wie du letztendlich das Dokumentierte anwenden kannst. Ganz viele Traderinnen und Trader kennen das klassische Trading-Tagebuch, wissen dann aber teilweise nicht wirklich, wie sie damit umgehen, beziehungsweise ich kriege dann häufig die Frage gestellt, ja, was kommt denn in so ein Trading-Tagebuch rein? Wir werden darüber sprechen, und zwar werden wir so genau darauf eingehen, dass du nach dieser Podcast-Folge hier eine genaue Anleitung hast, falls du sie nicht schon durch eine unserer Ausbildungen hast und direkt mit dem Trading-Journal starten kannst. Denn es ist wichtig, dass du da eine gewisse Sorgfalt interpretierst, dass du da eine gewisse Herangehensweise an den Tag legst, damit du auch wirklich was davon hast. So, ich würde jetzt vorschlagen, David, erzähl doch mal gerne vielleicht, wie du im Trading gestartet bist, ob du ein Trading-Tagebuch geführt hast, ob du heute eins führst und was du generell sagst zum Thema Dokumentieren im Trading. Ja, coole Frage. Vielen Dank. Also im Endeffekt war es bei mir so, dass ich zu Beginn wahrscheinlich wie der Großteil aller Trader gar keinen Bock hatte auf dieses Tagebuch. Bin ich halt auch ganz offen und ehrlich, weil es ist halt zeitintensiv, je nachdem wie ausführlich man das macht. Und deswegen habe ich halt zu Anfangs nicht damit gearbeitet, habe es aber immer wieder gehört, so wie wir es jetzt hier auch den Zuhörern vermitteln wollen, dass das doch schon sehr, sehr wichtig ist. Und ja, man mag es kaum glauben, aber ohne dieses Journal hatte ich auch keinen Erfolg. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es jetzt nur an diesem Journal gelegen hat. Das war aber einer von vielen Bausteinen, die dann im Endeffekt aufeinander aufgebaut worden sind, warum es letzten Endes nicht geklappt hat. Und ein wichtiger Baustein ist das Trading-Tagebuch, weil anhand dessen kannst du im Endeffekt dich selber reflektieren. Du kannst ganz genau sehen, was habe ich in der Vergangenheit getan. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich habe eins geführt, aber erst circa 12 Monate, nachdem ich begonnen habe zu traden, was jetzt rückwirkend gesagt auf jeden Fall schlecht war, weil ich habe einfach 12 Monate verloren. 12 Monate, in denen ich nicht wusste, woran es scheitert. Was ist schiefgelaufen? Starker Punkt. Genau, also was ist halt schiefgelaufen? Warum komme ich denn nicht voran? Warum plätte ich ein Konto nach dem anderen? Warum ist das denn alles so? Und ich glaube, der Baustein Trading-Tagebuch, Trading-Journal ist einfach unfassbar wichtig. Es ist kein Muss, es ist aber einfach eine unfassbare Hilfe. Du schaffst es auch ohne, aber mit einem Trading-Tagebuch schaffst du es einfach deutlich schneller, weil man ist halt nicht 100% ehrlich zu sich. Und in so einem Trading-Tagebuch oder Trading-Journal, da kommt halt die pure Wahrheit rein. Nichts verschönert oder Sonstiges. Wenn du den Trade verkackt hast, dann steht das da drin. Und warum musst du dann am Ende herausfinden? Aber ich würde die Frage einfach gerne nochmal genauso an dich zurückwerfen, bevor wir dann richtig da reingehen und nochmal ja auch die einzelnen Bausteine aufzählen, die dann auf jeden Fall mit da reingehören. Ja. Geil. Also ich muss sagen, ich kann dem gar nicht so wirklich viel hinzufügen, aber ich habe natürlich immer was zu sagen. Ich habe natürlich immer zu reden. Dementsprechend tue ich das gerne. Es ist genau so, wie du sagst. Es ist wirklich genau so. Ich habe angefangen, habe kein Tagebuch geführt, weil ich mir dachte, das ist halt lästig. Ich mache einige Trades und als ob ich mir die Mühe mache, jeden Trade irgendwo in der Liste zu schreiben. So, dann denke ich mir, pass auf, dann hast du denen so eine Liste geschrieben, vielleicht in irgendeine vorgefertigte Excel-Tabelle, und was machst du dann damit? Dann dachte ich mir, komm, der MetaTrader, der macht das ja eigentlich schon automatisch. Du kannst ja irgendwo gucken in deiner Historie, wie deine Trades liefen. Klassiker. Ja, genau, du lachst schon, der Klassiker, genau. Und da dachte ich mir, das passt schon. Und ich habe lange, lange Zeit richtig, richtig verkackt. Also wirklich, ich nehme jetzt auch kein Blatt vor den Mund, richtig verkackt. Und irgendwann dachte ich mir, du musst mal das machen, was du vielleicht nie gemacht hast, um auch mal Ergebnisse zu bekommen, die du nie bekommen hast. Und da war dieses Trading-Tagebuch ein ganz klares Ding, weil ich mir dachte, okay, viele empfehlen das und viele sagen, es ist wichtig, ein Trading-Journal zu führen. Auch weil ich, auch obwohl ich keine richtige Vorstellung hatte, was da alles reinkommt, kommen wir jetzt gleich drüber, was uns letztendlich dann weitergeholfen hat. Aber ich dachte mir, so wirkliche Relevanz hat das nicht. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, das einfach zu führen, weil ich so ein bisschen hilflos war. Ich habe mir aus dem Internet überall Informationen geholt und es lief trotzdem einfach nicht, obwohl ich teilweise geile Trades hatte, teilweise aber doppelt so vielen anderen Trades wieder abgegeben habe. Und das Ding ist halt einfach, genau wie du sagst,
dass das Journal, dass dieses Trading-Tagebuch, wie auch immer du es nennen möchtest, das bringt die Wahrheit zum Vorschein. So, das sind unbeschönigte Zahlen. Und es ist meiner Meinung nach auch nicht sinnvoll, das Trading-Tagebuch rein als Excel-Tabelle zu führen, so wie man sich vorstellt. Vielleicht man schreibt da die nackten Zahlen hin, die man auch bei Trading, bei MetaTrader sieht und sagt, okay, das ist mein Trading-Journal. Sondern wenn du da wirklich ein bisschen Zeit oder ein bisschen Arbeit reinsteckst, dann ist das wirklich dein Trading-Buch. So, wo wirklich die Bibel. Deine eigene Bibel. Ja, es ist so. Und die wird auf jeden Fall offenbaren, woran es hapert, woran es scheitert. Wenn du die Informationen damit reinschreibst, vor allem wenn du auch die verwertest, weil als reiner Sarg deiner Informationen bringt dir das auch nichts, wenn du Informationen reinschreibst, aber die nie verwertest. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Ne, aber das ist der Punkt. Und ich bin auch überzeugt davon, du kannst es vielleicht schaffen, ohne Trading-Tagebuch trotzdem auch voranzukommen. Aber da musst du so krass selbstkritisch sein, da musst du so krass reflektiert sein und die Arbeit auch reinstecken, bestimmte Trades nachzuverfolgen. Und die meisten machen das nicht, weil die meisten in einer emotionalen Verfassung sind, nach einem Trade oder vor einem Trade, die sowas nicht zulässt, Objektivität. Und ne, wenn du so ein Trading-Tagebuch hast, das kann dir echt viel Zeit und vor allem eine Menge Geld ersparen. 100%. Was gehört denn für dich klassischerweise, also in dein persönliches? Man muss ganz klar sagen, man muss es so führen, dass es für einen selbst passt. Aber wie hast du es geführt? Was ist in deinem Trading-Tagebuch drin gewesen oder in deinem Trading-Journal? Ja, also ich habe die klassischen Punkte angewandt, wie zum Beispiel, klar, der Einstiegspreis. Zum Beispiel sowas wie Einstiegszeit habe ich mir am Anfang auch notiert. Irgendwann bin ich dazu übergegangen und habe gesagt, in welcher Session habe ich hier eröffnet. Wir kennen die großen Sessions, ob es jetzt die London, New York, Tokio Session ist. Dann habe ich quasi mir diese Session-Timings, habe ich mir einmal ausgedruckt, dann als Tagebuch wirklich auch per Hand so ein kleines Büchlein gehabt, mir oben reingeklebt und habe dann gesagt, in welcher Session ich den Trade eröffnet habe. Und dann vor allem, ganz, ganz wichtig, mit welcher Idee. Das hat mir persönlich den größten Mehrwert gegeben, indem ich sage, warum mache ich den Trade? Da kommst du automatisch in so eine kleine Feedback-Spirale für dich selbst. Du reflektierst, warum mache ich diesen Trade? Und wenn du merkst, dir fehlen die Argumente, dann machst du vielleicht die ersten paar Trades so und suchst dir die Argumente, aber irgendwann merkst du, wie doof du bist und sagst, ich will den Trade machen und ich suche mir dafür Argumente, damit ich mir den selbst rechtfertigen kann, damit ich den selbst plausibilisieren kann. Letztendlich soll es ja aber andersrum sein. Du sollst Gründe im Markt finden, warum du diesen Trade machst. So, das heißt also, ich habe für mich gesagt, warum mache ich diesen Trade? Und da kommen vor allem die technischen Beobachtungen hin, dass ich dann wirklich angefangen habe, D1, welcher Trend? Dann die Trading-Idee, welcher Trend auf D1? Ich bin zum Beispiel dann auf H4 eingestiegen, dann habe ich wirklich geschrieben, ich sehe ein Pullback im Trend, im Aufwärtstrend auf D1 im Markt XY. Sehe dann auf H4, dass der Markt zum Beispiel gerade an seine Unterstützung, an seine dynamische Unterstützung im Aufwärtstrend kommt. Ich sehe auf H1, auf 1-Stunden-Basis, sehe ich die Price Action, die mir zeigt, dass diese Unterstützung vom Markt akzeptiert wird, dass sie wahrgenommen wird. Das heißt, ich sehe Price Action, ich sehe diese schönen Rejection Candles, sehe zum Beispiel, dass im Pullback der RSI gerade überkauft ist, dass wir sehen, da ist eine schöne Preiszone, in die ich jetzt zum Beispiel einsteigen kann. Das heißt also, das habe ich dann als Trading-Idee einfach als stichpunktartig aufgeschrieben. Und dann ging es weiter natürlich. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Weil am Anfang, ganz ehrlich, wir wollen alle Profi-Traderinnen und Profi-Trader sein. Aber am Anfang holen dich die Emotionen. Und ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich die ersten 4, 5 Jahre nicht halbwegs emotionsfrei getradet habe. Ich war das Luder an der Börse. So, ich wurde verprügelt und habe geweint. Es ist gelaufen, ich habe geschwitzt und gefreut und hier und da. Und da war es für mich einfach unglaublich wichtig, dass ich halt sage, wie fühle ich mich beim Trade? Weil dann merkst du halt irgendwann, wie du mit bestimmten Mustern und Herangehensweisen deine Emotionalität auch verknüpfen kannst. Bedeutet, ich habe mir dann halt aufgeschrieben, erstmal eine extra Spalte, quasi hinten dran, im Trade, ich fühle mich ausgeglichen. Ja, ich habe ein sauberes Chance-Risiko-Verhältnis für den Trade gesehen, ich fühle mich ausgeglichen. Und dann habe ich aber das nicht einfach so als Blueprint für sich liegen lassen, sondern ich habe damit weitergearbeitet. Ich habe dann, wenn sich der Trade entwickelt hat,
habe ich mir sogar eine kleine Skizze gemacht daneben, ein bisschen Platz gelassen, ein bisschen Skizze gemacht. Das ist geil. Ja, genau. Und dann habe ich so diesen Chart ganz, ganz grob nachvollzogen, um zum Beispiel zu erkennen, okay, der Chart bewegt sich jetzt da und da von meinem Einstiegslevel weg, ob gut oder schlecht, erstmal hinfällig, und habe dann weiter journaliert, wie ich mich dabei fühle. Und irgendwann dann natürlich den End, wann ich ausgestiegen bin, ob Take Profit, Stop Loss, wie auch immer, mein Profit, mein Verlust, wie auch immer, und habe dann danach geschrieben, was ich aus diesem Trade lerne. Und das ist, ich sage dir ganz ehrlich, ein recht großer Aufwand. Aber was ich gelernt habe, erstens, diese Scalping-Trades, diese für 3 Minuten im Trade sein und dann 10 Minuten aufschreiben, was da passiert ist, das war sowieso langfristig nicht das, was ich haben wollte. Das heißt also, wo ich die Trades dann gemacht habe, die über mehrere Tage liefen und mir auch geile Profite gebracht haben letztendlich, hatte ich auch genug Zeit, das alles zu journalieren. Dann galt nämlich mein Hauptaugenmerk der, ich journaliere die Trades und lerne viel mehr aus einzelnen Trades als aus 10.000 Trades, die ich gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war relativ viel Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die mir aber nach einigen Monaten beziehungsweise teilweise Jahren und ohne Erfolg dann wirklich geholfen hat, das Ganze zu reflektieren, den Sinn dahinter zu verstehen, meine eigenen Verhaltensmuster zu reflektieren und dann wirklich voranzukommen. Ja. Wie war jetzt Gegenfrage, wie war es bei dir? Also was hast du aufgeschrieben und was hältst du generell für wichtig? Also ich glaube, du hast eigentlich alles schon aufgeschrieben, was ich hätte auch aufgeschrieben. Das Einzige, was ich halt noch mit aufgeschrieben habe, ist halt immer, was habe ich richtig oder auch falsch gemacht, um halt meine guten Dinge zu manifestieren und meine schlechten Dinge, also die Sachen, die nicht so gut im Chart gelaufen sind, halt im besten Falle außen vor zu lassen oder halt nicht versuchen zu wiederholen. Ne? Ja. Das habe ich halt noch mit reingeschrieben. Ansonsten, ganz ehrlich, was will man da reinschreiben? Es ist relativ einfach. Schreib den Trade auf. Du brauchst nicht mal die Zeit, wie du gesagt hast. Schreib auf, warum du in diesen Trade reingegangen bist, wie du dich dabei gefühlt hast, wie er ausgegangen ist und was du dabei gelernt hast. Mehr geht immer, aber mehr ist nicht unbedingt notwendig. Also klar, es ist vielleicht von Vorteil für den einen oder anderen, aber ich glaube, mehr muss nicht sein, weil man soll das jetzt natürlich auch nicht kaputt schreiben, also sich kaputt schreiben, sage ich mal. Man soll natürlich traden. Und wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, für Scalper, also wenn du Scalp-Trades machst, jede Stunde 5, 6, 7 Trades, so, dann... Ja, dann bist du länger mit dem Trading-Tagebuch beschäftigt als mit dem Trading selbst. Aber wenn du halt so, wie wir es halt auch empfehlen oder auch weitergeben, halt auf H4, D1, W1 deine Einstiege hast, dann hast du halt deutlich weniger Einstiege auch, beziehungsweise deutlich weniger Trades. Ja. Weil beim Skypen gehst du ja mehrmals in denselben Chart rein innerhalb von Tagen, Klar. Wenn das Setup das zulässt. Aber genau, deswegen da auf jeden Fall unbedingt die Arbeit machen. Kann ich dir nur mit auf den Weg geben, mach dir die Arbeit, weil viele haben es halt ohne versucht, auch wir. Und auch wir sind früher oder später dahin gelangt zu sagen, wir machen halt jetzt trotzdem eins, weil es hat halt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wie du schon gesagt hast, entweder man ist in der Lage, sich unfassbar kritisch selbst zu bewerten und das halt in dem Kopf, ohne irgendwas aufzuschreiben, oder man macht ein Trading-Tagebuch. Und ich glaube, kaum einer ist in der Lage, sich selbst so kritisch zu begutachten oder irgendwas zu lernen, ohne dass er es aufschreibt. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den hast du unterbewusst genannt. Du hast gesagt, du machst es immer mit einem Stift und Papier. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen. Excel-Tabelle geht auch, aber alles, was man schreibt, bleibt im Kopf. Und deswegen unbedingt aufschreiben. Geht auch deutlich schneller, wenn man mal schnell den Trade gemacht hat, schnell was aufzuschreiben, anstatt irgendeine Datei jetzt aufzurufen, die jetzt vielleicht gerade gar nicht greifbar ist. Ja, definitiv. Und du hast halt wirklich genau diese Hand-Kopf-Koordination, das ist halt ganz wichtig für den Lernprozess. Du steckst da aktiv deine Arbeit rein. Ich glaube auch dieses wirklich runterschreiben, du kannst halt auch eben den Chart schnell skizzieren aus der Hand und sowas. Du kannst das halt machen, wie du es eingangs erwähnt hast, bring die Sachen unter, die dir was bringen. Und deswegen ist halt immer, wenn wir die Fragen bekommen, habt ihr eine Vorlage? So, ja, wir haben eine Vorlage. Wir stellen halt auch zum Beispiel unseren Ausbildungen die Vorlage zur Verfügung. Aber halt unter der Prämisse, indem wir sagen, überleg dir, was für dich sinnvoll ist. Und wenn du Fragen hast, sprechen wir darüber, weil es kann sein, dass für dich ganz andere Sachen, ganz andere Dinge sinnvoll sind. Wenn du gar nicht emotional mit Geld verbunden bist und das für dich gar kein Ding ist,
So, dann brauchst du vielleicht die Emotionen nicht so krass aufschreiben. Aber ich sag mal ganz ehrlich, viele, viele überschätzen sich da. Und das ist halt immer so ein Punkt, ich habe mich auch überschätzt. Ich dachte, ich persönlich brauche das nicht. Ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, wer bin ich, dass ich sage, ich brauche das nicht, aber 95% aller brauchen es. Ich sag ganz ehrlich, probier es aus. Und wenn du merkst, es bringt dir halt relativ wenig, dann lass es halt. Aber das wichtig ist halt auch, das muss halt, sorry, aber wichtig ist halt, du musst das ja nicht unfassbar lange führen. Es geht ja erstmal darum, dich in einen stabilen Zustand zu kriegen. Und da reicht es, je nachdem, was für eine Art Mensch du bist, das vielleicht 3 bis 12 Monate zu führen. Sag ich jetzt einfach mal all around, über den Daumen geschlagen so. Muss es nicht für immer führen, aber gerade am Anfang ist es unfassbar wichtig. 100%. Und sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Mach gerne weiter. Nein, aber ganz, ganz wichtiger Punkt, genau das ist es. Probier es halt aus. Es muss nicht für die Ewigkeit sein, genau wie du sagst, aber probier es halt aus. Und das ist halt immer diese Hürde des Machens, egal wo, im Leben, im Trading, probier es halt aus und entscheide dann, ob es sinnvoll ist. Ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich auch noch kurz eingehen möchte, ist, dass du musst die Daten, die da drinstehen, halt auch verwerten. Weil es bringt ja nichts, wenn es halt wirklich der Datensarg ist oder die Datengrube. Du fügst da alle möglichen Informationen ein und das war's. Du guckst dir die nie wieder an. So, ich persönlich, vielleicht kannst du jetzt auch gleich noch ein paar Worte zu sagen. Ich persönlich habe daraus gelernt, indem ich meine Dinge reflektiert habe. In der Woche habe ich meine Stichpunkte gemacht, habe mein Journal geführt. Am Ende der Woche, samstags oder sonntags, dachte ich mir, ich bereite mich für die neue Woche vor. Ich habe nicht wie blöd jeden Chart analysiert, sondern ich habe mir mein Notizbuch genommen, mein Trading-Journal und habe mir die Sachen durchgeguckt. Und witzigerweise, oh Wunder, habe ich Muster festgestellt. Dass ich zum Beispiel sage, die ich am Tag, die Trades, die ich am Tag mache, sind meistens Mist. Die ich aus einem Kontext mache, wo ich halt sage, ich bin jetzt zwischen 11 und 12 Uhr am Markt, ich sehe gerade irgendeine Bewegung und sage, okay, ich gehe in die und die Bewegung. Ich habe gemerkt über die Zeit, dass bestimmte Einstiege, bestimmte Muster für mich einfach mehr Verlust als Gewinn bringen. Andersrum konnte ich feststellen, dass bestimmte Strukturen mehr Gewinn als Verlust bringen. Und ich konnte feststellen, dass zu bestimmten Punkten im Markt mit bestimmten Setups emotional viel ausgeglichener war, was dazu geführt hat, dass meine Trades letztendlich besser, / länger liefen und die dann halt auch vernünftig liefen. Ich kam bei bestimmten Setups gar nicht in die Versuchung, den Chart zu früh zu schließen oder Stopp irgendwie zu korrigieren oder keine Ahnung was. Geil. Das ist halt nur da draus gekommen, weil ich mir die Sachen nochmal angeguckt habe und du erkennst einfach, das ist quasi wie Backtesting, das ist Backtesting für dich selbst. Du schaust, ob deine Herangehensweise dir Positivität oder Negativität bringt. Und wenn du siehst, dass es Negativität bringt oder halt eine negative Performance, dann kannst du da Gründe finden. Und wenn du siehst, es läuft gut, dann halte an diesen Verhaltensmustern fest. Aber du kannst es nur dann tun, wenn du weißt, was du machst oder wenn du weißt, was du nicht machst. Also diese Reflexion ist halt wichtig. Klar. Klar, das ist auch das A und O. Ich glaube, das ist es, worum es in dem Trading-Journal oder im Trading-Tagebuch geht. Weil Sachen aufschreiben, dann hol dir ein Freundschaftstitelbuch so, ne? Aber es ist halt so. Aufschreiben bringt halt nichts. Du musst dir das Aufgeschriebene auch nochmal durchlesen, durcharbeiten vor allem und Muster erkennen. Wie du gesagt hast, Muster erkennen. Du musst es, weil wenn du keine Muster erkennst, dann wird wohl alles richtig laufen. Dann funktioniert alles, dann brauchst du nichts auszuanalysieren, weil es funktioniert ja alles. Aber du wirst halt Muster erkennen, wie du schon sagst, so bestimmte Beispiele. Ne? Man erkennt halt, zu der Session bin ich unprofitabel oder ich bin in der und der Strategie vielleicht unprofitabel, die ich dann genutzt habe. Genau. Vielleicht überdenke ich das und mache es halt beim nächsten Mal nicht. Unfassbar wichtige Punkte, die jetzt heute hier in dem Podcast geflossen sind, muss ich sagen, muss ich mir selbst nochmal anhören, um das einfach nochmal so zu selbst zu verwirklichen. Ja, man kann es nicht oft genug hören. Hast du noch ein Diddle? Genau. Das Diddle Freundschaft. Ich hatte eins. Ich weiß nicht, ob ich es noch habe. Okay. Ich weiß. Ist aber verrückt. Ich poste es, wenn ich es finde, beim Instagram. Sehr gut. Ich warte drauf. Ja, aber sehr gerne. Zurück zum Thema. Das ist halt wirklich, das ist das A und O, wie du sagst. Also mach dir die Mühe. Benutze ein Trading-Journal. Ich bin überzeugt davon, wir sind überzeugt davon, dass es dir hilft. Wenn du es seit langer Zeit machst, versuch das Ganze wirklich auch richtig zu interpretieren, zu reflektieren. Und das ist nicht, das ist keine, du bist nicht verheiratet mit dem Trading-Journal auf Ewigkeit. Ja, du kannst also auch nach, wenn du merkst, nach 6 bis 12 Monaten hast du dein Trading-System wirklich gesettelt, das läuft, du bist da sicher, du bist emotional sehr, sehr gut dabei,
da brauchst du auch nicht jeden Trade zu journalieren, meiner Meinung Safe. Nach, ne? Sondern kannst halt vielleicht andere Dinge machen, kannst dir andere Dinge suchen, mit denen du das quasi tracken kannst oder wie und da. Aber wichtig ist halt diese Sache mit diesem Selbstreflektieren, dieses Selbstjournalieren, das ist eine Sache, die kann dir niemand abnehmen. Und wenn du nicht bereit bist, meine Einstellung, wenn du nicht bereit bist, die 2 Minuten für den Trade zu investieren, um die Sachen runterzuschreiben, dann bist du den Profit auch nicht wert. Ja? Und dann kannst du, dann wirst du mit Sicherheit es auch nicht zu den 3% schaffen, die von der Börse leben können. So jetzt mal ganz salopp formuliert, wenn du noch nicht mal bereit bist, ein Trading-Tagebuch zu führen. Das ist halt der Punkt. Treat trading like a business. Überleg mal, ein Startup oder hier und da, ein Startup ohne Businessplan, ein Startup ohne Finanzkalkulation. So, wer wird dich ernst nehmen? Würdest du dich selbst ernst nehmen, wenn alles unorganisiert ist? So, und Trading ist halt nicht einfach mal hier so ein Fingerschnipp und hoch mit 10 Lot auf einmal 10.000 Euro Profit. Probier das mal und du wirst auf die Nase fallen. Mach das 10 Mal, ne? Und du denkst beim 11. Mal, vielleicht habe ich Glück. Mach das 10 Mal mit einem Trading-Journal. Du denkst, ich muss unbedingt was an meiner Einstellung machen. 100%. Und du hast halt 2 große Vorteile, finde ich, durch dieses Trading-Journal. Einmal kannst du in dich selbst reinschauen, wenn du es ausarbeitest. Das heißt, du weißt am Ende definitiv, wo das Problem liegt, ob du es selbst bist. Es kann natürlich auch sein, Punkt 2, dass es an deiner Strategie liegt. Es ist natürlich auch nicht jede Strategie erfolgreich oder profitabel. Und du hast halt den Vorteil, du kannst beides damit ausmerzen oder beides begutachten und ganz genau feststellen, okay, es liegt an mir als Trader. Oder weil ich habe nämlich immer konsequent meine Strategie verfolgt. Wenn du das getan hast und das in deinem Trading-Journal lesen kannst oder Trading-Tagebuch, dann weißt du, okay, die Strategie ist Mist. Ich muss eine neue Strategie finden. Ich habe irgendwas falsch gelernt, falsche Informationen bekommen. Hol dir die richtigen Informationen. Und wenn du im Umkehrschluss merkst, es liegt an dir selbst, du bist unkonsequent, hättest eigentlich noch größere Gewinne, kleinere Verluste, irgendetwas machen können, hast aber nicht reagiert, dann weißt du, okay, ich bin selber schuld, ich muss an meinem Mindset arbeiten. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz klasse Sache, die du am Ende, wenn du dieses Journal führst, halt auch für dich selber feststellen kannst. Amen, Bruder. Dem kann ich nichts hinzufügen. Stimme ich zu 100% zu. That's it. Geil. Hast du jetzt noch irgendwas richtig Wichtiges in Bezug auf Trading-Tagebuch? Wir haben jetzt, glaube ich, schon eine Menge aufgefasst. Einmal, was halt alles mit drin sein soll, wie wir das führen, dass man das halt auch auslesen muss. Und vielleicht können wir noch darauf eingehen, wie lesen wir das aus? Das könnte noch interessant sein. Wie, wenn du jetzt diese Daten, also du hast es aufgeschrieben, du siehst das alles vor dir, wie liest du das aus, wie erkennst du jetzt, was schiefgelaufen ist? Wie hast du es damals gemacht? Geil, das ist eine geile Frage. Ich persönlich würde halt erstmal so vorgehen, beziehungsweise wie ich es gemacht habe, ich sage einfach, wie ich es gemacht habe letztendlich, habe mir erstmal angeguckt, overall, wie ist die Performance? Ist die positiv, ist die negativ? So, dann, egal ob die positiv oder negativ war, habe ich mir halt angeschaut, wie waren die positiven und negativen. Da habe ich halt bestimmte Muster feststellen können, ob meine Gewinner oder beziehungsweise generell eine Trefferquote, wie viele waren gut, wie viele waren schlecht, lässt sich super einfach sagen. Von 50 Trades sind 30 daneben, heißt 60% sind schlecht, 40% sind gut. Lässt sich ganz einfach ausrechnen. Dann habe ich geguckt, pass auf, wie kann ich meine Hitrate, also meine die Prozentzahl erfolgreicher Trades mit meinem Profit in Verbindung bringen. Heißt also, habe ich eine schlechte Hitrate gehabt und trotzdem ein positives Ergebnis oder hatte ich eine gute Hitrate und ein schlechtes Ergebnis? Weil daran konnte ich dann auch feststellen, letztendlich, ob meine Gewinner-Trades größer waren als meine Verlierer-Trades. Und dann konnte ich halt feststellen, okay, wie sieht es mit Chance-Risiko aus? Ich bin ehrlich, ich halte nichts davon, von einem festen Chance-Risiko-Verhältnis immer von 2:1, 3:1 gehen, ganz ehrlich. Damit kannst du deine Miete nicht zahlen. Du kannst Ewigkeiten darauf warten, dass der Markt dir ein 3:1 gibt, wenn du sagst, ich will dieses 3:1 haben und du kriegst den Trade nicht. Ist aber eine Sache, die sehr, sehr fortgeschritten ist. Das ist noch ein anderer Punkt. Aber letztendlich habe ich dann gesehen, okay, wenn meine Verlierer durchschnittlich größer waren als meine Gewinner, dann riskiere ich regelmäßig mehr, als ich plane zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Minusspiel, wenn du das in Kombination mit deiner Trefferquote dann siehst. Das heißt also, ich habe wirklich dieses reine Zahlenspiel gemacht. Und da, wenn du als Hörerin oder als Hörer Fragen hast, komm auch gerne auf uns zu. Und dann habe ich wirklich gesehen oder nachgeschaut, was war gut bei meinen Gewinner-Trades, was war schlecht bei meinen Verlierer-Trades. Ich habe halt wirklich dann Muster feststellen können,
wie zum Beispiel, wenn ich tagsüber aus dem Affekt gehandelt habe, weil ich dachte, ach komm, die Bewegung nimmst du jetzt mit, die sieht nach einem Ausbruch aus und quasi mich vor einem Ausbruch gelegt habe, habe ich gemerkt, dass das meistens zum Verlust geführt hat, bedeutet, das habe ich dann weggelassen. Und damit hat sich meine Hitrate, ne? Damit hat sich meine Hitrate erhöht. Dann habe ich zum Beispiel gesehen, dass ich die Tokio-Session sehr, sehr häufig als Korrekturphase zur vorherigen New York- oder London-Session gehandelt habe und die recht gut war. Heißt also, wenn ich pennen gegangen bin, habe ich teilweise die besten Ergebnisse gemacht. Und dann habe ich gesehen, okay, das kann vielleicht mit der... genau, ja, eine wirklich gute Nacht. Das hängt vielleicht dann mit dem mit der Session zusammen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass in der Session eine bestimmte Liquidität oder vielleicht andere Strukturen eher berücksichtigt werden. Und dann habe ich halt auch gemerkt, das Laufen lassen kann vielleicht auch wirklich mal sein. Das nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, sondern das schön schlummern in deinem Bett macht die besten Profite für mich teilweise. Wenn ich denn eine vernünftige Positionsgröße habe, dass ich in Ruhe schlafen kann und sowas. Und das sind Sachen, die habe ich dann da ausgewertet. Und dann natürlich auch in meinen kleinen Zeichnungen. Da habe ich dann gesehen, okay, an bestimmten Punkten habe ich eine höhere Hitrate, wenn ich in den Trend einsteige, als gegen den Trend handle. Und so habe ich die dann quasi herauskristallisieren können. Also ich habe Übereinstimmungen gesucht. Ich habe quasi Nicht-Übereinstimmungen gesucht und gefunden, die dann mit meiner Hitrate, die mit meiner Profitabilität verbunden und habe mein Ergebnis bekommen. Geil. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir war das Problem am Anfang großes Mindset, deswegen habe ich das halt relativ schnell auch herauskristallisieren können, weil ich habe halt gesehen, wenn ich mich an meine Strategie gehalten habe, dann waren die Ergebnisse super. Ich war profitabel mit diesen Ergebnissen. Also war für mich ganz klar der Punkt zu sagen, mit mir selbst stimmt irgendwas nicht. Weil ich war nämlich jemand, ich habe Gewinne zu schnell mitgenommen, habe Verluste laufen lassen und habe meine Lot-Size nicht im Griff gehabt. Das heißt, die war ja anfangs willkürlich. Und ja, dadurch konnte ich dann relativ schnell feststellen, okay, es ist nicht die Strategie, weil wenn du danach handelst, dann ist alles gut. Aber wenn du verrückt wirst, auf einmal anfängst, dreifaches Risiko zu nehmen oder jetzt denkst, der Trade ist es, der ist 100% und da jetzt all in gehst, so welche Sachen halt, ne? Die konnte ich dann halt relativ einfach dort rauskristallisieren, weil ich halt gesehen habe, ich habe halt ja auch gute Dinge aufgeschrieben. Wenn ich gesehen habe, ich habe einen profitablen Trade gemacht und habe daneben hinschreiben können, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich an mein System gehalten. Geil, das war der Jackpot. Einfach nur einen Haken dran, genau. Und dann weißt du, okay, that's it. Da musst du weitermachen. Genau an diesen Trades. Guck, was du bei diesem Trade richtig gemacht hast und mach so weiter. Versuch die anderen, wo du gesehen hast, es war kacke, du hast zu schnell reagiert, zu früh reagiert, versuch die halt auszumerzen und wie du schon sagst, dann kommt sowas wie CRV mit ins Spiel, dann kommt so etwas wie Hitrate mit ins Spiel und dann fängt das Numbers Game nochmal hin an. Ja, geil. Genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, das Trading journalieren, das Trading Tagebuch führen und dann noch vernünftig auswerten. Mein Tipp, wahrscheinlich unser Tipp, wenn ich für dich auch sprechen darf, nutz die Zeit, steck die Zeit da rein. Das ist wichtiger, als 10.000 Trades zu machen, wenn du sowieso noch recht am Anfang bist oder unsicher bist, beziehungsweise lernen willst. Du lernst aus deinen eigenen Fehlern an der Börse viel, viel mehr als durch die meisten Videos. Und wenn du da gewillt bist, Zeit reinzustecken in das Anfertigen und in die Auswertung, dann bist du dein bester eigener Coach, so gesehen. Und wenn du halt wirklich dein eigener Coach bist und dich zu sehr, sehr guten guten Ergebnissen selbst coachen kannst, dann auch vielleicht in einem Mentoring oder was auch immer bist, was dir sowieso noch sehr, sehr gute Fortschritte mitgibt, dann hast du eine brutale Kombination. Ganz klar. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte jetzt an dieser Stelle? Weil ich glaube, wir haben heute eine Menge abgedeckt. Ja, 100%. Ja, ich habe immer ein paar Worte. Also ich muss sagen, das Thema heute hat mir extrem gut gefallen. Ich glaube, das war auch nicht eins der wichtigsten, weil wir haben auch sehr, sehr viele andere wichtige Themen besprochen. Aber ich glaube, das hier war heute ein Baustein, der zu 99% mit dazu gehören sollte. Ja. So, es gibt wahrscheinlich den 1%, der heute auch erfolgreich tradet, ohne dieses Trading-Journal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 99% es halt nicht geschafft haben oder nicht geschafft hätten und das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein für dich war. Und noch eine letzte Bitte, nimm halt die Sachen hier aus diesem Podcast mit und setz sie halt auch um, weil
allein dieses Zuhören wird dich halt nicht voranbringen. Schau halt vielleicht, wenn du dir diesen Podcast anhörst, je nachdem, wo du gerade bist, dass du vielleicht die Beispiele, die wir hier nennen, direkt vielleicht im Chart findest oder heute ging es ums Trading-Tagebuch, direkt deinen nächsten Trade jetzt einfach nimmst und dann mal das Journal anfertigst oder damit mal beginnst. Weil wer Sachen innerhalb der ersten 24 Stunden nicht umsetzt, der tut sie danach zu 90% gar nicht mehr umsetzen. Das heißt, wenn du das heute hörst, schau, dass du in den nächsten 24 Stunden handelst, damit das heute auch was gebracht hat. Das war's von mir. Ich bedanke mich für jeden Einzelnen, der heute mit dabei war. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer David und damit zurück an dich, Domme. Jawohl. Starke Schlussworte, dem gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Also umsetzen, nimm dir die Dinge zu Herzen. Wir machen diesen Podcast hier für dich, damit du vorankommst. Und an dieser Stelle danke dir, David, auch für deinen sehr, sehr wertvollen Input. Danke dir, liebe Zuhörer, gleichfalls, liebe Zuhörer, für die Zeit. Danke dir und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald, macht's gut, eure Wall Street Stories. Bis dann.